Der Talmud bringt, dass der Mensch hat diese Charakter, Mishi Yeshlo Maneh Rotze Matayim. Der, was hat 100, er ist nicht zufrieden mit dem 100 und er will 200. Und der, was hat 200, will schon den 400 und so weiter. Leider haben wir diese Charakter mehr wegen der materiellen Sachen und unsere Aufgabe wie in vielen Sachen, dass wir müssen unsere Charakter bearbeiten, ithapra, wir müssen das umbearbeiten, umdrehen zu dem Guten. Also diese Charakter, was wir haben, sollen wir nutzen zu dem Lernen. Wenn wir haben ein Kapitel gelernt, sollen wir haben den Wille zu lernen zwei. Wenn wir haben zwei gelernt, sollen wir haben den Wille zu lernen vier und so weiter. Wegen den materiellen Sachen sollen wir sein zufrieden, was wir haben und bitten von Gott, Bezrat Hashem, soll er uns alle geben, alles, was wir brauchen und noch viel mehr.